willkommen zum Löwen-TV. Heute sind wir bei der Spenglerei Oberpoll. Schauen wir mal rein. Helmut, was macht eigentlich so ein Spengler? Spengler starten Gebäude mit den Bauteilen aus, die ein Haus wetterfest machen. Zum Beispiel Dachrinnen, Kamine, Dachgauben und alles, was so durchs Dach durchragt, das verkleiden wir und fassen wir ein. Wie lange gibt es dich schon in Anzing und in welchem Radius bist du so tätig? Ja, mit Bestehen der Meisterprüfung 1993 habe ich meine Firma gegründet und seitdem sind wir in Anzing und Umgebung, so 15 Kilometer Umkreis, 20 sind wir tätig, weiterfahren wir. Wo sind wir jetzt hier eigentlich? Hier sind wir in meiner Werkstatt, da fertigen wir die ganzen Teile hoch, zum Beispiel da haben wir einen Wasserfahrkasten, den wir angefertigt haben und die Kamineinfassungen oder Gartenverkleidungen, das wird hier alles angefertigt und dann kommt es auf Baustelle zur Montage. Helmut, wie viele Mitarbeiter hast du zurzeit eigentlich? Wir haben zwei Mitarbeiter, einen Meister und einen Facharbeiter beschäftigt. Meine Frau hilft mir im Büro und ja, wir würden natürlich noch welche beschäftigen. Wie bist du zu den Anzinger Löwen gekommen? Ja, durch die Bekanntschaft von Habertaler Theo und Brummer Franz, da wo wir auch gemeinsam Werbung machen über die Anzinger Handwerker. Ja, so hat sich das ergeben. Und wenn du einmal zu den Anzinger Löwen mal im Heimspiel bist, dann zirkst du da immer wieder mal hin. Und so sind wir immer nur dabei. Helmut, wo finden dich eigentlich deine Kunden? Ja, im Internet unter www.spenglerei-oberpoll.de oder halt in Anzing in der Erdinger Straße 12b. Vielen Dank, dass du die Zeit für uns genommen hast und wir hoffen, dich schnell mal wieder in Halle begrüßen zu dürfen. Gerne, hat mir Spaß gemacht mit euch und ich freue mich, wenn es wieder losgeht bei euch.